Herzlich willkommen zu unserem neuen Reef Buddies Talk. Heute geht es um die Strömung im Meerwasseraquarium. Unser Experte ist wie immer Markus Mahl. Markus, in jedem Aquarium gibt es zumindest ein bisschen Strömung, weil der Filter auch schon Strömung produziert. Warum braucht man nochmal extra Strömung im Meerwasseraquarium? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der erste Punkt ist einmal die Nahrungsversorgung der Korallen. Das bedeutet, dass die Mengen- und Spurenelemente und auch sämtliche Nährstoffe an die Koralle herangetragen werden. Der zweite Punkt ist die Reinigung. Bedeutet, dass sich keine Sedimente oder ähnliche Dinge... Also Reinigung der Korallen oder Reinigung im Wasser? Reinigung der Korallen erst einmal. Mhm. Dass sich keine Sedimente auf den Korallengewebe ablagern und dadurch Schäden hinterlassen. Mhm. Und bei Lederkorallen oder Weichkorallen zum Beispiel ist ja die Möglichkeit der Selbstreinigung. Bedeutet, die lassen, wenn sie verschmutzt sind, Wasser ab, überziehen dann das Gewebe mit einer Schleimschicht und unterhalb der Schleimschicht sammeln sich die Sedimente, die Koralle bläst sich im Anschluss wieder auf, vergrößert das Volumen, dadurch reißt die Schleimschicht ein, das schaut ein bisschen aus wie Sonnenbrand, wenn sie die Haut ablöst und dann trägt die Strömung diese Schleimschicht wieder weg von der Koralle und reinigt die Koralle somit. Der nächste wichtige Punkt ist, dass die Koralle auch jeder einzelne Polyp durch die Bewegung entsprechend viel Licht bekommt. Sagen wir mal so, diese drei grundlegenden Dinge für eine Strömung. Hat das auch mit der Nahrungsversorgung dann, also Bewegung bringt das Licht an die Koralle, aber eben auch die Nahrungsmittel, genau. Also das Futter. Genau. Ein anderer Punkt sind wahrscheinlich die Wasserwerte, warum Strömung wichtig ist im Aquarium. Da ist der Punkt, wenn du zu wenig Strömung hast, sammeln sich Mulm und Ablagerungen am Boden an oder auf dem Riffaufbau an. Und führen dann oft zu Problemen, andererseits, dass die Wasserwerte nach unten zieht, sprich die Nitratwerte, die Phosphatwerte steigen, weil die Stoffe im Wasser bleiben, sich ablagern und nicht in Bewegung sind und nicht durch die Filterung erfasst werden können. Okay, also auch so eine gewisse Reinigung fürs Wasser, damit die Wasserwerte auch okay bleiben. Genau, das sieht man in der Praxis immer wieder, wenn du wenig Strömung hast, dass die Wasserwerte teilweise schwerer zu halten sind als bei einer vernünftigen Strömung. Du hast ja schon gerade das Stichwort wenig Strömung, vernünftige Strömung gegeben. Wie hoch sollte die Strömung sein? Es gibt so einen theoretischen Wert von ca. den 10- bis 15-fachen von einem Beckenvolumen. Wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt von 500 Liter Aquariumvolumen, dann sind wir irgendwo beim theoretischen Wert von 5.000 bis 7.500 Liter Strömung pro Stunde. Okay, das heißt also 5.000 bis 7.500 Liter werden pro Stunde umgewälzt im Aquarium, was eigentlich schon ziemlich viel ist. Also klingt ziemlich stark. Man sieht ja auch richtig die Strömung, oder? Du kannst das ja sehr schön ablesen an die Wiegenbewegung der Korallen, an der Oberflächenbewegung, wenn es richtig eingestellt ist, an der Isoparameter, wo du die Strömung siehst. Oder wenn es falsch eingestellt ist, dass zum Beispiel unten den Sand wieder weg, direkt von der Bodenscheibe. Nicht jede Koralle braucht gleich viel Strömung. Wie geht man damit um? Einfach mal zu unterscheiden. SPS-Korallen, wie zum Beispiel Acroporen, brauchen deutlich mehr Strömung. Weichkorallen brauchen mehr Strömung. Großblübige Steinkorallen, wie zum Beispiel jetzt Blasenkorallen, mögen eher eine sanftere Strömung. Der Hintergrund ist ganz einfach, wenn du zu viel Strömung auf die großblübigen Steinkorallen bringst, ist im Inneren das scharfkantige Kalkskelett. Und dann drückt es von außen das fleischige Gewebe zu stark drauf, wenn die Strömung zu stark und zu direkt ist. Und dadurch gibt es Verletzungen, die gehen meistens kaputt. Also ist wahrscheinlich wichtig, wie ordne ich die Korallen im Becken an und wie ordne ich die Strömungspumpen an? Wichtig ist, wenn ich mir eine neue Koralle kaufe, ist mal zu schauen, wie sind die Ansprüche ans Licht, das ist der eine Punkt. Und vor allem auch jetzt bei heute bei dem Thema, wie sind die Ansprüche an die Strömung. Wenn jetzt bei diesem Beispiel der großblübigen Steinkoralle bleibt, bedeutet das, ich suche mir eine strömungsarme Beströmung bis zur mittlere Strömung, platziere die da, genau für ihre Verhältnisse angepasst. Soll ich dann im Becken schon die Korallen nach ihren Strömungsbedürfnissen anordnen? Die Korallen müssen immer so gesetzt werden, dass auch die Strömung optimal erfüllt wird. Die Frage wäre dann auch, wie platziert man die Strömungspumpen? Es gibt ja verschiedene Aquarienformen, verschiedene Aquariengrößen. Es soll das Aquarium aber auch bei jeder Beschaffenheit entsprechend den Strom des Wassers haben, also an allen Ecken gleich.
wie platziert man die Strömungspumpen? Ich würde das vielleicht nicht theoretisch angehen, aber eine gewisse Strömungsleistung, die vom Volumen abhängig ist, wenn wir gerade darüber gesprochen gehabt haben, und würde die auf mehrere Pumpen aufteilen. Das heißt, bei langen Becken würde ich mehr Pumpen nehmen, als wenn ich eine starke Pumpe nehme, weil dann habe ich nämlich den Effekt, dass ich an einer Stelle sehr, sehr starke Strömung habe, in den anderen Bereichen fast keine mehr. Das heißt, in dem anderen Bereich kann ich fast nichts mehr setzen, weil es so stark ist, im anderen kann ich nichts setzen, weil es so schwach ist. Wenn man jetzt sagt, so Becken 500 Liter, eher die längliche Form, wie viele Pumpen wären das dann? In der Regel sind es 2 bis 3 Stück. Gut, und die haben dann welche Leistung jeweils? Wenn wir jetzt sagen, von 7500 Liter, kann man ja schauen, mal ein bisschen überlegen. Nehme dann 3 Pumpen, die ich in der Leistung regulieren kann, dann kann ich ja 3 Stück nehmen, zum Beispiel mit jeweils 5000 Liter und schalte die, wie auch immer, wo wir dazu später bestimmt noch kommen, über Steuerung. Oder ich teile die einfach mal auf so Abstände, je nach Platzierung, in 60 cm, wenn ich es an der Rückscheibe platziere, auf. Oder wenn man von den Seitenscheiben aus beströmt, dann da die eine ein bisschen höher setzen, die eine ein bisschen tiefer und dann versetzt die eine links, die andere rechts, dass sie so gegeneinander strömen. Wenn du aber aus optischen Gründen die nicht im Sichtfeld haben möchtest, ist immer der einzige Weg, die hinten an die Rückscheibe zu bauen und dann, soweit es geht, mit der Deko zu verbauen. Wie berechne ich jetzt dann die Strömungsleistung, wenn ich mehrere Pumpen habe? Addiere ich einfach das und dann müssen meine 7500 rauskommen? Oder wie berechne ich das, wenn ich mehrere Pumpen habe und insgesamt meine 7500 oder 5000 Liter pro Stunde umgewälzt haben möchte? Wieder so bauen, wenn ich gesteuert System habe, dass immer zu jedem Zeitpunkt irgendwo diese 5 bis 7500 Liter laufen. Wenn ich ungesteuerte Pumpen habe, dann ist einfach, wie du sagst, addieren, dass auch hier wieder die 5 bis 7500 Liter permanent in Bewegung sind. Jetzt hat man bei der Platzierung die Aquarienform, das Volumen angesprochen. Ein Thema ist ja auch die Vibration, die entstehen kann durch eine vielleicht ungünstige Platzierung. Was ist dabei zu beachten? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Meerwasser und Lautstärke ist immer ein sehr beliebtes Thema. Andererseits, dass die Pumpen keinen direkten Kontakt zum Riffaufbau haben, weil das erzeugt logischerweise immer wieder durch die Vibration zu Lautstärke. Und der nächste wichtige Punkt ist, dass Strömungspumpen, die in der Regel jetzt alle mit Magneten versehen sind, die Magneten idealerweise mit so einer Art Gummilippe oder Silikonproppen entkoppelt sind. Das heißt, die Magneten sitzen so auf der Scheibe, innen und außen, und haben durch diese Gummilippe oder Silikonnoppen keinen direkten Kontakt mehr zur Scheibe und werden dadurch entkoppelt. Und der nächste wichtige Punkt bei den Strömungspumpen ist, wenn man Strömungspumpen kauft, es gibt immer wieder noch Hersteller, die sparen und gießen die Magneten teilweise in den Kunststoff ein. Das heißt, der Magnet ist... Dann hält er nicht so gut, oder was bedeutet das dann? Der hält genauso gut, bloß der Nachteil ist, das aggressive Salzwasser greift den Magnet an, es entsteht Korrosion, die Korrosion geht ins Wasser und es entsteht so eine schleichende Vergiftung vom Wasser, die sich auch im Riffaufbau wieder ablagert. Okay, also Silikon besser als einfacher Kunststoff. Wie sehe ich das auf der Verpackung? Was darf da nicht stehen? Was soll stehen? Welche Stichwörter? Ich würde mir einfach das Magnet anschauen. Das bedeutet einfach, dass das Magnet komplett in Kunststoff eingegossen ist. Dass das Magnet nicht sichtbar ist. Der Metallkern darf nicht sichtbar sein. Du musst einfach vergossen sein und dann bist du sicher. Okay. Jetzt hast du ja bei der Strömungsstärke so eine gewisse Bandbreite angegeben, 10- bis 15-fache. Wenn ich das jetzt neu einstelle, fange ich da eher erstmal mit dem niedrigeren Wert an und hangel mich dann hoch? Oder was wäre so mein Anfangswert? Ich würde schauen, was ich für Becken baue. Baue ich ein reines SPS-Becken mit kleinporybigen Steinkorallen, würde ich vielleicht ein bisschen hoch anfangen oder auch mit Weichkorallen. Wenn ich sehr viel großpüllige Steinkorallen habe, würde ich lieber tiefer anfangen, aber idealerweise wahrscheinlich in der Mitte. Und dann kann ich immer noch rauf und runter pendeln. Und ich habe ja trotz Austarierung immer noch verschiedene Strömungszonen im Aquarium. Das heißt, ich habe nie auf jedem Fleck im Aquarium die identische Stärke.
Da wären wir jetzt auch schon bei der Einstellung der Strömungspumpen. Die Stärke haben wir jetzt gerade schon besprochen, aber man kann ja auch einstellen den Zeitraum, wann die pumpen sollen. Ist es empfehlenswert, dass man das nicht den ganzen Tag gleichmäßig durchpumpen lässt? Ich bin ein großer Fan davon. Es hat den Vorteil, dass du, wenn du permanent dieselbe Strömung erzeugst, hast du ja dieselbe Umwälzung der gleichen Wasserschichten permanent. Wenn du verschiedene Zeiten steuerst, das heißt, du steuerst mal die linke Pumpe, mal die rechte Pumpe, dann entstehen verschiedene Strömungsszenarien, was dazu führt, dass es deutlich weniger Mulmansammlungen gibt, weil jeder Punkt irgendwie anders beströmt wird. Und dadurch auch wiederum die Korallen besser beströmt werden, die Wasserqualität, wie wir vorher erfahren haben, besser wird und in Summe das gesamte System stabiler. Okay, also dass so viel Bewegung im Becken ist, dass so über den Tag verteilt jede Ecke mal erreicht wird. Kann man das so zusammenfassen? Genau, das war optimal. Die Zeit, ist die dann auch ans Licht gekoppelt? Also soll man da so einen Tagesablauf simulieren mit diesen Strömungsstärken auch? Das ist natürlich das Optimum, wenn du die Natur komplett simulieren möchtest und die Möglichkeit hast technisch, dann gibt es natürlich Sinn, dass du untertags mehr Strömung hast und in der Nacht so einen Nachtmodus einhältst, wo die Strömung wieder runtergeht und in der Früh wieder hochfährt. Dass du immer, wenn du viel Licht hast, mehr Strömung, in der Nacht, wenn wenig, oder in der Nacht, wenn du kein Licht hast, weniger Strömung und dadurch auch so einen Nachtmodus bekommst. Kann man aber teilweise auch bestimmte Pumpen programmieren. Und kann man auch Pumpen und Licht zusammen steuern? Es gibt inzwischen einige Hersteller, die über App die Pumpen und die Leuchten steuern, dann kannst du das Leuchten und das Pumpenprofil parallel einstellen. Machst du das auch bei deinen Becken? Wir haben bis dato von diesen ganzen App-Lösungen noch nicht so viel genutzt, weil wir immer noch verschiedene Pumpen testen und uns die beste am Schluss raussuchen. Okay. Und dann gibt es ja noch einen Zeitpunkt, wo man sie ausschalten soll. Das ist die Fütterung. Das hat welchen Sinn? Dass du keinen Streuverlust beim Futter hast. Wenn du fütterst und du nimmst zum Beispiel jetzt Granulat oder Frostfutter und gibst das ins Wasser, sondern natürlich durch die Verwirbelung strömt 20 viel Futter hinter den Riffaufbau, wo er dann ungefressen liegen bleibt und das Wasser schlecht macht, wenn es blöd läuft. Der Vorteil ist, wenn du abschaltest, ist natürlich so, dass das Futter langsamer sinkt, kontrollierter sinkt und die Fische viel mehr Zeit haben, das Futter zu fressen. Die große Gefahr ist, wenn das manuell erfolgt, das heißt, wenn du keinen Knopf hast, wo du einfach drauf drückst und der automatisch nach 10 Minuten wieder einschaltet, dass du vergisst, die Strömung einzustecken, was meistens in einem Super-GAU endet. Deswegen ist immer wichtig, wenn ihr über sowas nachdenkt, würde ich immer was nehmen, was einen Foodtimer hat. Da drückst du drauf und nach 10 Minuten geht das Ding von alleine wieder los. Okay, ja, aber die fressen ja eigentlich recht schnell. Also sind ja ziemlich gierig immer, genau. Die Fische. Man kann ja meistens ja auch wahrscheinlich einfach daneben stehen bleiben und halt wieder anschalten, wenn es halt der Großteil gefressen ist. Was halt gerade bei bestimmten Pumpen kommt es immer wieder vor beim Aus- und Einschalten, dass die entweder rückwärts laufen oder überhaupt nicht anspringen, wenn die schlecht gepflegt sind, dann starten die nicht mehr. Und das muss man die jetzt mal kontrollieren bei solchen Themen. Weil wenn die Strömung nicht läuft, gibt es massivste Probleme in kürzester Zeit. Oder was bei uns jetzt neulich mal der Fall war, waren die Pumpen ausgeschaltet und dann hat ein Fisch gedacht, ah ja, super Höhle, da könnte ich jetzt mal reinschwimmen. Ja. Also wäre so ein Erfahrungstipp, auch nochmal gucken, ob sich da während der Fütterungszeit auch nochmal was eingenistet hat. Wenn du, es gibt Systeme, die dem vorbeugen. Da beginnt der Propeller in der Pumpe zwei, drei ganz langsame Bewegungen, Umdrehungen, bevor es losgeht, dass der Fisch die Möglichkeit hat, rauszugehen. Wenn eine Standardpumpe, die diese Funktion nicht hat, endet es tödlich in der Regel. Wenn der müssen ja kleine Fische sein, die wirklich durch dieses Ansauggitter auch kommen. Jetzt haben wir schon viele Faktoren besprochen, woran man auch dann merkt, dass die Strömung passt, also dass die Korallen eben schön geöffnet sind, sich gut verhalten. Woran sieht man jetzt, dass die Strömung nicht passt, dass man vielleicht noch mal was nachbessern muss? Der erste Indikator sind immer das Öffnungsbild der Korallenpolypen. Das heißt, wenn Korallen schlecht öffnen, kann es daran liegen, dass die Strömung zu stark ist. Das sehe ich besonders bei großpolypigen Steinkorallen sehr gut. Wenn die sich zusammenziehen und fast nicht mehr öffnen oder beginnen sogar schon unten das Gewebe einzureißen, ist oft ein sehr deutlicher Hinweis, dass die Strömung viel zu stark ist.
Oder wenn auf Steinen, Korallen Sedimente liegen bleiben, dann ist es zu schwach. Der nächste Punkt ist, wenn der Sand von der Bodenscheibe weggetragen wird, ist meistens die Einstellung allzu stark für den Bereich im Boden. Und der nächste Punkt ist noch, wenn man von unten oder von oben aufs Aquarium schaut, eine Kaumhautbildung. Kaumhaut besteht aus Abfallstoffen, Rohstoffen aus dem Futter, aus Fetten, aus Hausstaub. Und es schaut aus wie ein Ölfilm, die Oma Wasser treibt an dieser Grenzfläche. Wir haben jetzt hier ein Demonstrationsbecken, an dem können wir euch zeigen, wie das aussieht, wenn eine Kaumhaut sich zu bilden beginnt. Und wir gehen jetzt mal rüber zu dem Becken. Das ist jetzt hier unser 840 Liter Demonstrationsbecken. Wie ihr seht, viele Riffäste. Wasser sieht im Prinzip sehr schön klar aus. Aber worauf wir jetzt hinaus wollen, ist oben diese Kaumhautbildung. Kannst du uns da mal erklären, Markus, was da passiert, was das ist? Im Endeffekt ganz simpel. Oben an der Oberfläche bildet sich diese Kaumhaut. Wie wir vorhin schon gesprochen haben, besteht die aus Ölen, Fetten, Hausstaub, aus Sedimenten, die die Grundeln zum Beispiel aufwirbeln. Und durch das, dass die Oberfläche nicht optimal ausgeströmt ist, wird sie nicht zum Ablaufschacht befördert oder bleibt nicht in Bewegung, sondern sammelt sich an der strömungsschwachen Zone jetzt hier oben im oberen rechten Teil und hinten im linken Teil oben an. Der Nachteil dabei ist, dass der Gasaustausch über die Wasseroberfläche nicht stattfindet vernünftig und vor allem auch die Kaumhaut, wenn die so flächig über das Aquarium geht, natürlich die Lichtdurchdringung extrem minimiert und die Korallen nicht dauerhaft genügend Licht im schlechtesten Fall abbekommen und dadurch schlechter wachsen. Abschließend machen wir jetzt noch eine Kaufberatung. Also worauf sollen Hobby-Aquarianer achten, wenn sie sich Strömungspumpen kaufen? Einer der wichtigsten Punkte ist der Durchmesser vom Strömungspumpenauslass. Das heißt, er sollte mindestens 40, sogar 65 mm breit sein. Dadurch kriegst du eine sehr breite, gefächerte Strömung und keinen so einen dünnen, starken Strahl. Also egal, wie groß mein Becken jetzt ist? Logischerweise, je größer das Becken, umso größere Auslässe würde ich wählen. Aber immer diese 40 mm würde ich immer als unterste Grenze nehmen, um überhaupt mich für ein Produkt zu entscheiden. Also wenn man jetzt wieder von so einem 500-Liter-Becken ausgeht, wären diese 4,5 cm einrichtbar. Da gibt es da gibt es diese 40, 65 mm Durchmesser. Da hast du einfach eine schöne, breit gefächerte Strömung, die wesentlich harmonischeres Strömungsbild erzeugt als kleinere Pumpen. Okay, dann gibt es ja sicher verschiedene Techniken auch bei Strömungspumpen. Es gibt einmal die stur durchlaufen, das heißt, du steckst sie ein und die läuft einfach ihre 5000 Liter pro Stunde als Beispiel. Dann gibt es welche, die kannst du über Controller oder Apps programmieren. Das hat den Vorteil, wenn du mehrere Pumpen hast, dass du die zum Beispiel in Reihe oder Intervall schalten kannst. Oder auch pulsen lassen kannst, das heißt, die fährt rauf und runter, zum Beispiel von 30 auf 100% in einem bestimmt vorgegebenen Zeitraum. Das bringt wieder den Vorteil, dass die Koralle verschiedenst beströmt wird. Ahmt es dann die Meeresströmung nach, dieses Pulsen? Das geht so weit, dass du bestimmte Strömungsszenarien wirklich durchprogrammieren kannst, vom Lagunenmodus hin bis zu Riffkantenmodus, was auch immer. Und dadurch hast du eine wesentlich schönere Durchströmung des gesamten Aquariums, was den Korallen sehr gut zugutekommt, weniger Sedimentenbildung. Und du kannst auch, wenn du als Beispiel bei großen Becken 4-5 Pumpen hast, kannst du die im Intervall der Reihe nach schalten, dass du wirklich so vorne beginnst und von links nach rechts durchströmst. Okay. Und das sieht man dann auch, ist das auch sichtbar im Becken dann, diese Bewegung? Das ist ja diese gestaffelte Bewegung? Am Korallenbild sehr, sehr schön ablesbar. So wie sich die Weichkorallen dann biegen. Genau, zum Beispiel. Sehr schön. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wo wir darüber gesprochen haben, zu schauen, das Magnet, ist es in Kunststoff eingegossen oder nicht? Und beim Magnet ist der entscheidendste Punkt auch, was wir uns nachher jetzt auch noch mal anschauen, dass die Glasstärke vom Aquarium zum Magneten passt, weil viele Magneten oft zu schwach sind. Dadurch halten die Strömungspumpen extrem schlecht und rutschen dann im Laufe der Zeit runter und verändern dann den Strömungswinkel, was dazu führt, dass die teilweise dann direkt auf eine Koralle strahlen, was den Tod zur Folge hat. Das geht auch schon ein bisschen in den Bereich Wartung und Beobachtung rein. Also einfach auch mal hinschauen, ob die Magneten noch da sitzen, wo sie sitzen sollen. Wo muss man sonst noch bei der Wartung drauf achten? Ich würde bei jedem Wasserwechsel
die Strömungspumpe, die Ansauggitter mit einer Zahnbürste freihalten, dass wirklich die Menge Wasser, die sie leisten kann, auch angesaugt werden kann. Das heißt, ich mache immer die Strömungsgitter frei und alle 3 bis 6 Monate baue ich die Pumpen aus, nehme den Propeller raus, mache das Magnet sauber, lege das idealerweise in eine Essigbade oder es gibt bestimmte Reiniger dafür. Im Inneren der Strömungspumpe reinige ich das auch mit einem Zewa, mache das innen sauber, setze die Pumpe wieder zusammen und habe in der Regel immer deutlich mehr Strömungsleistung. Okay, also alle 3 bis 6 Monate ist ja jetzt auch nicht so häufig. Man darf es halt nicht vergessen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt ist, es gibt Sinn bei vielen Pumpen, alle 12 Monate einfach die Läuferbaugruppe, wie es so schön heißt, das ist das Flügelrad, und die Achse alle 12 Monate im Schnitt zu tauschen, dann ist die Pumpe fast wie neu. Und du hast immer konstante Strömung über das ganze Jahr. Kann man bei allen Pumpen diese Einzelteile extra kaufen? Also diese zum Nachrüsten? Das sind ganz einfache Ersatzteile. Welche Erfahrungen habt ihr mit Strömungspumpen gemacht oder welche Fragen habt ihr? Postet es einfach unter unser Video. Wir reagieren dann drauf, geben euch Antworten und hoffen, dass ihr demnächst wieder dabei seid und auch unseren Kanal abonniert.